Zeit dachte ich, ihr mögt mich echt und kommentiert deswegen immer so nette Sachen. Und jetzt lese ich hier, ihr macht das alles nur, weil ihr von den Russen bezahlt werdet. Die Bild-Zeitung und der Verfassungsschutz haben nämlich aufgedeckt, dass überall im Netz bezahlte Putin-Trolle nur so tun, als wären sie Deutsche, die einfach ihre Meinung sagen und für Russland sind. Die Bild-Zeitung und der Verfassungsschutz, also so eine Art Dream-Team des Enthüllungsjournalismus, die kennen sich ja voll aus mit Bezahlungen. So finanziert der Verfassungsschutz zum Beispiel ja die ganze deutsche Neonazi-Szene. Ich frag mich, wer wohl die nächsten Skandale über Russland aufdeckt? McDonald's und die Apothekenumschau? Also Wladimir Wladimirovich, ich muss schon sagen, Sie blechen für die Typen, die hier unter mein Video schreiben und ich krieg keinen Cent oder was? Also jetzt möchte ich bitte mindestens eine vierstellige Summe per Western Union oder ich mache im nächsten Video eine Kreml-Kritik. Aber vierstellig nicht in Rubel, okay? Oder kriegen nur die Deutschen Geld und Russen müssen immer gratis für sich Werbung machen. Also echt. Blechen die Kreml-Agenten-Hackergruppen, die das weltweite Netz beherrschen, und ich rödel mich da pro-russisch ab für ein paar Almosen von Russland Ruh. Und überhaupt, wenn euer russischer Geheimdienst das Netz beherrscht, ich möchte bitte für uns 500.000 Abos auf YouTube bestellen und gleich nochmal so viele Facebook-Follower. Oder geht das etwa nicht, nur weil es US-Firmen sind? Solche Ausreden zählen nicht. Aus der Bild-Zeitung weiß ich jetzt, dass ihr die Kontrolle über das World Wide Web habt. Natürlich auch in den USA. Also macht was dafür. Und für den Fall, dass mein Appell nach Moskau mal wieder ungehört bleibt, wäre es süß, wenn ihr unseren Channel abonniert. Quasi als Nebendienst für eure Kreml-Kohle. Und schaut doch noch ein paar Videos von mir unter dem Link da oben. Da erhöht sich die Watchtime und dann rutschen wir im YouTube-Ranking nach oben. Quasi eine Art Unterwanderung des US-Kapitalismus. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!